Die Arthrose-Lüge. Was verbirgt sich hinter diesem provokanten Titel? Erfahrt ihr gleich. Hallo, hier ist Alexandra von Ruhr Energie und ich bin zu Gast bei Frau Dr. Petra Bracht in Bad Homburg. Und du hast mit deinem Mann zusammen ein Buch geschrieben, Die Arthrose-Lüge. Ja, ja, das ist wahr. Bei Amazon Platz 2 unter allen Büchern, also das ist der Hammer, ne? Alle Bücher, die es bei Amazon gibt und ihr seid auf dem zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Wahnsinn. Vielen Dank. Ja. Das ist auch, also wir freuen uns auch total darüber und wir freuen uns deswegen, weil wir das Buch ja auch geschrieben haben, weil wir haben ja damit auch was bewirken wollen, weil es gibt einfach so viele Sachen, die zur Arthrose nicht stimmen und wir haben deswegen auch diesen provokanten Titel, die Arthrose-Lüge, auch gewählt, weil wir würden gerne aufräumen. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass so viel schon davon verkauft ist. Wir sind jetzt schon nach 2 Wochen, das ist einfach ein Riesengeschenk, finde ich das, in der 6. Auflage. Das ist Wahnsinn. Gut. Ne? Also das in so wenigen Wochen erschienen, es ist am 16. Oktober 2017. Wir haben jetzt den 31. Stimmt. Genau, ja. Ja. Also gerade mal 2 Wochen und schon in der 6. Auflage, Wahnsinn. Ja, was verbirgt sich denn hinter der Arthrose-Lüge? Warum ist es denn eine Lüge? Also ganz klar ist, die Arthrose, die gibt es natürlich. Mhm. Aber viele Sachen rund um die Arthrose, das sind einfach Unwahrheiten, die müssen die Leute wissen. Also zum Beispiel, dass Arthrose Schmerzen macht. Wer sagt das überhaupt? Woher wollen die Leute das, oder warum sagen die Ärzte das? Wir wissen zum Beispiel, dass im Knorpel überhaupt keine Schmerzrezeptoren sind, dass also die Arthrose selbst gar keine Schmerzen machen kann. Es verbirgt sich dahinter, dass Arthrose mit zunehmendem Verschleiß im Alter kommen wird. Auch das stimmt nicht, weil wir sind keine Maschinen, sondern wir sind Menschen. Und wir wissen, dass sich der Knorpel auch wieder aufbauen kann. Der kann sich also wieder erholen. Und wenn man einmal die Diagnose hat, Arthrose, dass die dann nicht mehr heilbar ist, das stimmt auch nicht, weil die Arthrose ist sehr wohl heilbar und natürlich sind auch die Schmerzen wegzukriegen. Ich denke immer an meine Patienten, die so früher zu mir gekommen sind und gesagt haben, meine Güte, jetzt habe ich Arthrose 2. Grades, 3. Grades und jetzt muss ich operiert werden, ich soll ein künstliches Gelenk bekommen und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und diese Leute, die waren immer völlig verängstigt, weil die haben auch gar keinen Ausweg gesehen. Und wenn wir ihnen dann damals schon erzählt haben, da gibt es was und vielleicht können sie auf ihr künstliches Gelenk verzichten, weil sie gar keine Schmerzen mehr haben und es geht ihnen dann wirklich gut. Das war natürlich für die Leute eine unglaubliche Möglichkeit, von dieser Operation wieder wegzunehmen, weil ein Gelenk einzusetzen, das ist ja kein Pappenstiel. Ja? Also so eine Operation, das ist schon eine richtige Hausnummer und wir wissen ja, dass auch viel zu viel operiert wird. Und das Allerschönste ist, und das ist, deswegen bin ich auch so froh bei diesem Buch, wir haben einen ganz, ganz großen Teil in diesem Buch geschrieben, was die Menschen machen sollen, damit sie aus ihrem Leid, aus diesem Arthrose-Leid wieder herauskommen können. Also wir haben die ganzen Übungen für die verschiedenen Arthrose-Schmerzen dargelegt und beschrieben und aufgezeigt. Und es gibt auch noch einen ganz großen Teil, was man mit der Ernährung gegen Arthrose machen kann, weil das ist ja so dann eher mein Teil. Ich bin ja Ernährungsmedizinerin und das ist auch da drin mit Rezepten, mit unseren eigenen Rezepten, weil die habe ich einfach reingenommen. Wir essen die oft und gerne und die schmecken halt auch gut. Und das sind tatsächlich Rezepte gegen Arthrose. Das klingt ja sehr spannend. Und was genau ist denn jetzt, also dass es jetzt eben nicht der Knorpel ist oder der Verschleiß ist, ja, das hast du jetzt gerade gesagt. Also ich merke das auch bei meinen Patienten, dass es ganz oft ja schon auch jetzt jüngere Menschen trifft. Also 40-Jährige, 30-Jährige, die zu mir kommen und sagen, sie haben Arthrose, damit haben sie gar nicht gerechnet, weil sie sind doch noch so jung. Wie kann das denn sein, dass das jetzt schon so, das Gelenk so verschlissen ist und ja, ich erkläre Ihnen dann halt Folgendes, was du jetzt vielleicht uns mal verrätst, warum das so ist. Also es hat was mit unserer einseitigen Bewegungshaltung zu tun. Also zum Beispiel sitzen wir ganz viel. Wenn wir in der Dauerposition sitzen, dann verändern sich unsere muskulären faszialen Gewebe. Die verkürzen.
Durch Verkürzung, durch eine höhere Spannung gibt es vermehrt Druck auf das Gelenk und dadurch wird natürlich der Gelenkknorpel nicht mehr so optimal versorgt mit den Nährstoffen, die er braucht, aber auch die Nährstoffe, die schon verbraucht sind, also die Abfallstoffe, die können nicht mehr entsorgt werden. Das heißt, der Knorpel baut ab, kann natürlich auch zu Entzündungsvorgängen in dem Knorpel kommen und dann, ja, dann denken die Leute, wenn es jetzt soweit ist, dann kann ich gar nichts mehr dagegen tun. Aber es ist so einfach. Wir müssen nur unseren Bewegungsapparat, unsere Muskeln, unsere Faszien so wieder in die Aktion bringen, wie wir das eigentlich von der Evolution her gewohnt sind. Nämlich, indem wir wirklich ganz viele Winkel einnehmen, indem wir immer wieder in die Dehnung kommen. Und dann gibt es keinen Druck mehr auf das Gelenk. Und dann können sich Gelenke auch, wie gesagt, wieder erholen und der Knorpel kann wieder aufbauen. Das finde ich so spannend. Das ist ja auch eine ganz neue Geschichte, die man jetzt auch weiß. Es gibt eine Studie von den Holländern, die das bewiesen haben, dass sich Knorpel, wenn die Gelenkflächen nicht so fest aneinander drücken, was ja durch den erhöhten Druck passiert, wenn dieser Druck genommen wird durch diese Übungen, also durch bestimmte Dehnübungen, dass die Spannung weggeht, der Gelenkspalt wieder aufgeht und dann kann man sich vorstellen, können wieder die Nährstoffe rein in diesen Zwischenraum und dann kann sich dieser Knorpel wieder aufbauen. Es dauert natürlich ein bisschen, das ist keine Sache jetzt von Wochen, sondern eher von Monaten. Also wir sagen, dann brauchen wir schon so ein Jahr bis 2 Jahre, bis der wieder dann normal geworden ist. Aber es ist die Möglichkeit, ist das nicht toll? Dann braucht man nämlich kein Gelenk, sondern man muss nur selbst aktiv werden. Und darum bitte ich euch, und deswegen haben wir dieses Buch geschrieben, ein Buch, in dem erklärt wird, warum Arthrose kein Schicksal ist, sondern was ihr wirklich selbst dagegen unternehmen könnt, damit ihr aus diesem Teufelskreislauf auch wieder herauskommt. Und deswegen ist es ist Hilfe zur Selbsthilfe pur. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Buch im Moment wirklich so gut auch verkauft wird. Und ich glaube, es empfehlen auch ganz viele, die das schon gelesen haben, weil die Theorie, die ist für jeden Menschen verständlich geschrieben. Wir würden natürlich auch gerne, dass es Fachleute lesen. Es ist zwar nicht in Medizinersprache geschrieben, aber ich glaube, das macht nichts. Medizinerkollegen verstehen ja auch Deutsch, aber einfach mal diese andere Sichtweise von Arthrose zu lesen, dass das auch den Patienten dann näher gebracht wird, dass die wieder Hoffnung haben können. Und für den Laien ist es absolut verständlich, die Theorie dargelegt. Und wenn diese dann verstanden wurde, dann geht es wirklich ans Tun. Und wir haben hier eigentlich ein Rezeptbuch, also nicht nur mit wirklich Kochrezepten, sondern auch mit Rezepten, wie man sich bewegen muss, damit man aus den bestimmten arthrotischen Veränderungen der Gelenke wieder herauskommt und dass das wieder heil werden kann. Ja, also das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend, weil bis jetzt war es wirklich immer so, dass den Patienten gesagt wurde, ja, da müssen sie sich halt ein künstliches Kniegelenk oder Hüftgelenk einsetzen lassen. Und gerade wenn jemand auch noch sehr jung ist, die haben ja auch eine bestimmte Haltbarkeit. Ja? Das heißt, die müssen dann eventuell dann auch nochmal erneuert werden oder nochmal erneuert werden, je nachdem, wie alt jemand wird. Und das ist ja jedes Mal auch eine Operation, ein Eingriff ins Gewebe. Und man weiß ja auch nicht, was da so alles schieflaufen kann. Also schon allein, dass das jetzt nicht das Gelenk ist, ja auch eben nicht das natürliche Gelenk. Selbst wenn das nur ein paar Millimeter zu lang ist, hat man dann 2 ungleiche Beine. Ne? Also das will ja auch kein Mensch wirklich haben. Was das wieder für Spätfolgen hat, kann man sich auch denken. Mhm. Ja. Aber Alexandra, trotzdem, auch Menschen, die jetzt schon ein künstliches Gelenk haben, du hast gerade gesagt, die haben so eine bestimmte Laufzeit. Mhm. Aber was ganz spannend ist, warum haben die denn diese gleiche Lauf? Also warum haben die denn überhaupt eine Laufzeit? Weil sich natürlich die Spannung der Muskulatur genau wieder aufbaut, wenn die weiter in ihrem Bewegungsmuster verharren. Dann gibt es auch einen Abrieb, im Übrigen der künstlichen Gelenkflächen, sei es jetzt Titan oder was man da meistens nimmt. Und dann geht auch ein künstliches Gelenk zugrunde. Aber wenn man jetzt hingehen würde und würde die Übungen machen, nachdem man ein künstliches Gelenk eingesetzt bekommen hat, dann hält ein solches Gelenk
kann zumindest viel länger halten. Und wir haben in dem Buch auch ein wunderschönes Beispiel drin, weil wir haben Rolands Mama, also meine Schwiegermutter, als tolles Beispiel. Die wird jetzt 91 Jahre alt und hat vor, ich weiß es jetzt nicht genau, 20 oder 25 Jahren ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Und sie ist, und damit sie nicht das andere auch noch operieren lassen muss, hat sie sich dann irgendwann entschieden, die Übungen ihres Sohnes zu machen, weil am Anfang hat sie ihm nicht so ganz getraut, was man ja auch verstehen kann. Immer so. Ja, irgendwie in der eigenen Familie ist es nicht so ganz einfach. Wie ist es mit dem Schuster? Hat die schlechtesten Schuhe oder Sohlen? So ist es da auch. Aber die hat dann gesagt, okay, ich probiere es einfach. Und sie macht wirklich ihre Übungen 7-mal in der Woche, weil wir sagen ja eigentlich 6-mal ist in Ordnung, einen Tag darf man ruhen, aber sie macht das 7-mal und diese Frau hat keine Schmerzen, das ist so toll und ihr anderes Hüftgelenk, das ja auch irgendwann operiert werden sollte, nämlich ein halbes Jahr später, das hat sie immer noch, hat überhaupt nichts dran und das Künstliche, das spürt sie nicht und sie hat da auch keine Probleme und das ist im Übrigen der Grund, es gibt ja auch Menschen, die Schmerzen haben mit einem künstlichen Gelenk. Das zeigt wieder, dass nicht die Arthrose die Schmerzen macht, sondern die muskulär-faszialen Spannungen. Die schalten einen Alarmschmerz, damit wir ein anderes Bewegungsmuster nämlich einnehmen, damit dieser Druck auf die Gelenke nicht mehr so groß ist und damit wir gewarnt werden, dass dieses nicht verschleißen soll. Aber es ist natürlich ein Riesenthema, deswegen ist dieses Buch auch viel dicker geworden, als wir eigentlich gedacht haben. Es hat, glaube ich, 280 Seiten. Es ist wirklich ein großes Werk geworden. Wir haben auch lange daran geschrieben. Es ist wirklich dick. Aber es steht alles ganz explizit drin und ihr werdet es auch richtig gut nachvollziehen können und verstehen können. Und vor allen Dingen kann ich einfach nur sagen, ran an den Schmerz und dann die Übungen machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr traut euch nicht, weil Arthrose vierten Grades und der Doc hat schon gesagt, ganz schlimm, auf jeden Fall schon. Schon ist das Schlimmste im Übrigen, weil alles, wenn man schont, schwächt man, da wird abgebaut. Und so wird es natürlich dann auch in den Gelenken weiter abgebaut, deswegen ist schon verkehrt. Aber wenn ihr trotzdem Angst habt, jetzt von euch aus allein in die Bewegung zu gehen, dann könnt ihr einen von unseren Therapeuten aufsuchen. Wir haben ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele ausgebildet es gibt. Also in Deutschland, Österreich und Schweiz gibt es ganz viele Liebscher- und Prachttherapeuten. Ja. Du bist auch eine davon. Genau, du bist auch eine von uns und das ist auch gut so. Die können erstmal am Anfang mit euch eine Behandlung machen, nämlich den Schmerz nach unten schalten durch unsere Osteopressur. Da wird im Gehirn so quasi ein Reset-Knopf gegen die Schmerzen gedrückt, weil wir gehen an die Knochen und dort sind ganz, ganz viele Rezeptoren, die mit dem Hirn verbunden sind. Und anschließend werdet ihr dann natürlich genau nochmal die Übungen gezeigt bekommen, die ihr für eure Schmerzen machen müsst, egal wo die sind. Wir haben, glaube ich, 11 verschiedene Arthrose-Schmerzen haben wir behandelt in dem Buch. Und da gibt es auch Übungen dazu und das machen dann die Therapeuten. Und dann seid ihr zu Hause ganz, ganz sicher, wie ihr sie machen sollt. Aber wenn es bei euch nicht so schlimm ist und ihr seid mutig, könnt ihr natürlich auch sofort anfangen. Man kann auch sofort anfangen und dann noch zum Therapeuten gehen. Also die Reihenfolge, wie man das macht, ist frei überlassen sozusagen. Ja, prima. Das finde ich ganz toll, dass du uns was erzählt hast zu dem Buch und halt auch nochmal zur Arthrose generell. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr euch alle das Buch kauft. Ganz wichtig, verschenkt zu Weihnachten, zu Geburtstagen, Muttertag, Vatertag, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ganz, ganz wichtiges Buch, weil Arthrose betrifft leider sehr, sehr viele Menschen und immer mehr Menschen und auch immer jüngere Menschen. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Aber Alexandra, wenn die Leute das gelesen haben, dann wird Arthrose überhaupt nicht mehr so ein großes Thema sein. Ja, dann nicht sein. Mehr, wenn sie es mal gelesen gut, haben. Ja? Deswegen jetzt lesen und dann ist es kein Thema mehr. Ja, genau. Prima. Gerne. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Abonniert unseren Kanal und vor allem guckt bei Petras Kanal auch. Der ist unten verlinkt in der Infobox. Stimmt. Und ja, dann noch einen schönen Tag. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.